Hey Fight Fans, wir sind hier mit Amel Yasser Ammer. Wie fühlst du dich nach dem Sieg? Erschöpft. Aber ich bin dankbar, dass ich das jetzt hinter mir habe. Das war eine harte Vorbereitung für mich. Der Gegner war auch ein sehr zäher Boxer. Und ja, ich bin glücklich, dass ich den Sieg holen konnte heute. Und ja, erstmal abschalten eine Woche und dann weiter geht's. Ne? Du hast gerade angesprochen, sehr, sehr zäher Boxer. Auch weitaus mehr Erfahrung als du gehabt im Profibereich. Ich glaube 19:5 stand er, also weitaus mehr Kämpfer als du. Der Kampf lief vor allem in der ersten und zweiten Runde, hat es ein bisschen schwieriger, aber hast da mittendrin deinen Groove gefunden und kamst gut rein und hast den Kampf dann im Endeffekt für dich entscheiden können. Lief der Kampf so wie geplant? Um ehrlich zu sagen, lief der Kampf nicht wirklich so wie geplant, weil ich hätte mehr machen müssen, mehr klare Hände, was aber im Laufe des Kampfabends bei meinem Kampf nicht so der Fall gewesen ist, weil der Gegner halt mich sehr gut gelesen hat, vor allem in den ersten zwei Runden, und da musste ich meinen Gameplan ein bisschen ändern und habe dann quasi ab der dritten Runde mehr angefangen, quasi die Körpertreffer zu machen, beziehungsweise versucht zu machen und mehr in den Infight zu gehen, weil er ist größer als ich gewesen. Und da müsste ich mehr im Infight arbeiten als aus Distanz quasi. Genau. Ich glaube, genau aus solchen Kämpfen lernt man ziemlich, ziemlich viel. Ja. Aber sehr, sehr schön, du hast den Kampf umgedreht, hast mittendrin erkannt und konntest den Kampf noch für dich entscheiden. Gönn dir die Pause, die du dir auf jeden Fall verdient hast. Aber wenn du jetzt auf das Jahr guckst, 2023 steht noch komplett bevor. Ja. Was ist dein Plan für dieses Jahr? Dieses Jahr auf jeden Fall mindestens noch 3 Kämpfe zu machen, wenn Gott so will. Und ich erhoffe mir auf jeden Fall auch, jetzt nachdem ich jetzt einen starken Gegner besiegt habe, dass noch andere starke Gegner kommen, damit ich quasi schon mal weiß, auf welchem Stand ich bin. So, das erwünsche ich mir auf jeden Fall, dass starke Angebote kommen und wir somit weiter nach oben gehen. Dass ich mich nicht ausruhe auf diesem Sieg, sondern direkt die nächsten 2 Monate, 3 Monate wieder den nächsten Gegner angreifen. Auch einer, wenn es geht, einer unter die Top 100, damit ich quasi mein Niveau behalte. Amel, Step by Step immer weiter hoch, hört sich super an. Das Mikrofon gehört dir. Möchtest du noch irgendetwas loswerden? An allererster Stelle würde ich mich bei meinem Trainerteam bedanken für diese harte Vorbereitung. Ohne den wäre es gar nicht so weit gekommen. Das war wirklich eine harte Vorbereitung für mich. Ich glaube, ich habe noch nie so eine harte Vorbereitung gehabt. Und an meinem Sponsor und Manager möchte ich mich auch bedanken, weil sie das alles möglich gemacht haben. Ihr wisst, in Deutschland kann man nicht nur vom Boxsport leben. Die haben mich finanziell sehr, 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 sehr unterstützt. Und da auf jeden Fall einen riesen Dank an dem Ali Tolga und seinem Bruder Ali Taner. Und meine Familie da draußen, meine Freunde da draußen, die mich unterstützt haben, die heute auch gekommen sind. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank an euch für die tolle Arbeit, die ihr heute gemacht habt. Kann ich nur dankbar sein. Wir danken dir für den schönen Kampf. Wir sehen uns. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fight 24. Unleash the Beast.